Das musst du auf jeden Fall bis zum Ende schauen, um nicht sagen zu können, ich hab's nicht gewusst. Keiner hat mich gewarnt. Ich konnte es auch nicht ahnen. Pass auf, Tesla. Jetzt wird abgerechnet. Und zwar direkt nach dem Intro. Hi, servus miteinander. Hi. Guck mal, da sind wir wieder. Ja, genau. Heute berichten wir euch über einige Aspekte und Punkte, die man wissen muss, bevor man einen Tesla kauft. Und wir werden auch Zuschauerfragen beantworten in diesem Video. So schaut's aus. Weil es nämlich sonst keiner macht, machen wir das. Also, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und jetzt geht's auch schon los. In diesem Video geht es um 13 Punkte, die man auf jeden Fall wissen sollte, bevor man sich einen Tesla kauft, um am Ende nicht enttäuscht zu sein. Ja, ich habe oftmals den Eindruck, dass es so ist, dass viele Menschen erwarten, dass der Tesla ein absolut perfektes Auto aus der Zukunft ist, das einfach alles kann. Das ist aber die falsche Erwartungshaltung. So ist es nun, weiß Gott, war nicht. Der Tesla kann wirklich ganz, ganz viel und ist ein wirklich tolles Auto. Aber es gibt einige Punkte, das sollte man wissen. Ja, nicht, dass man am Ende enttäuscht ist und sich sagt, Mensch, ich habe mir das alles anders vorgestellt. Und über diese Punkte wollen wir euch heute auf jeden Fall berichten. Der erste Punkt ist gleich eine Zuschauerfrage, da geht es ums Thema Verkehrsfunk. So, unter unserem Video 14 total versteckte Funktionen im Tesla haben wir eine Frage gekriegt von Peter Schädlich. Und zwar, gibt es noch eine Funktion, um den Verkehrsfunk einzuschalten? Das vermisse ich sehr. Und ich finde nichts. Ja. Das ist tatsächlich beim Tesla Model 3 etwas anders als bei anderen Autos. Also die ursprüngliche Funktion, die man so von deutschen Fahrzeugen kennt, TP, Travel Pilot, die gibt es hier tatsächlich in dem Sinn nicht. Ich zeige euch mal, wie man hier Verkehrsfunk hören kann. Und vor allen Dingen ist ein ganz wichtiger Punkt, es funktioniert nur, wenn man entweder DAB-Radio hört oder normales FM-Radio. Hat man Spotify oder TuneIn an oder streamt vom eigenen Handy, funktioniert kein Verkehrsfunk. Wir haben es eigentlich noch nie vermisst, ne? Nein, dafür haben wir ja auch, wir fahren ja oft mit Navigation, ja, und da ist ja der Verkehrsfunk drin. Also ich brauche ihn nicht noch mehr extra. Also ich brauche nicht noch zu dem Visuellen oder zu dem, dass er uns ja navigiert um Staus herum, brauche ich nicht noch mal extra jemanden, der mir das sagt. Also das reicht für mich vollkommen, wenn das Navigationsgerät das alles im Griff hat. Ja, ist ein Argument. Und? Dann stört es auch nicht, wenn wir Musik hören, dass ständig irgendwas reingeblabbelt wird von Sachen, die man ja nicht möchte. Weil ich will ja nicht, was weiß ich, wissen, wenn ich im Norden unterwegs bin, wie in Hannover gerade der Verkehrsfunk ist oder wie gerade der Verkehr in Hannover ist. Ja? Aber den Peter interessiert es. Und aus dem Grund zeigen wir euch, wo man den einschaltet, wenn man DAB oder FM hört. Und zwar hier. Da muss ich mal drehen aufs Display. Und zwar muss man hier oben die Verkehrsmeldungen aktiviert haben. Da. Dass man also praktisch die Verkehrsdaten angezeigt bekommt auf der Karte. Das ist auch tatsächlich schon alles. Und dann, wie gesagt, DAB-Radio hören oder FM, dann kommt der Verkehrsfunk durch, ansonsten nicht. Ja, so schaut er es aus mit dem Verkehrsfunk. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob ihr den vermisst oder ob ihr es wie wir seht, dass das eigentlich nur das Musikhören unterbricht und nicht immer hilfreich ist, weil das Navigationsgerät außenrum führt. Ja, also das würde uns mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Ja, beim nächsten Punkt geht es ums Thema Schildererkennung auf Autobahnen. Also da muss man ehrlich sein, da ist wirklich Room for Improvement, weil auf Autobahnen funktioniert bis dato die Schildererkennung nicht. Ja, das habe ich auch nicht gewusst, als wir den Tesla gekauft haben. Hat noch gar keine Schildererkennung, weder auf Landstraßen noch auf Autobahnen funktioniert. Aber wir haben uns total gefreut. Ein paar Tage, nachdem wir unseren Tesla bekommen haben, wurde ein Riesen-Update eingespielt und die Schildererkennung auf Landstraßen hat ab diesem Zeitpunkt funktioniert. Und da muss man auch sagen, die funktioniert in den allermeisten Fällen recht ordentlich. Das ist auch noch nicht perfekt. Das können manche Hersteller tatsächlich besser.
Aber man merkt, dass permanent dran gearbeitet wird und dass sich da so langsam was tut. Zumindest wenn man Videos aus den Vereinigten Staaten schaut, wo schon andere Versionen getestet werden, also andere Softwareversionen getestet werden und man dort schon wesentlich weiter ist, da sieht man, wie autark das Auto und wie autonom es vor allen Dingen fahren kann. Da sind wir hier noch ein ganzes Stück von entfernt, aber das liegt nicht unbedingt an Tesla, sondern das liegt natürlich auch in vielen Fällen an den Regularien hier in Europa. Es muss natürlich erst eine gewisse Anzahl an erfahrenen Kilometern da sein, sodass man als Unternehmen auch nachweisen kann, dass solch ein autonomes Fahren und ein Autopilotsystem auch wirklich sicher ist. Und das wird immer umfassend geprüft und das dauert ganz einfach seine Zeit. Da müssen erstmal erfahrene Kilometer sozusagen gesammelt und vorgewiesen werden. Aber damit euch das bewusst ist, da gibt es wirklich noch viel zu verbessern. Ich zeige euch jetzt mal, wie es auf Autobahnen eben nicht funktioniert und zeige euch aber auch mal kurz, wie es auf Landstraßen hingegen funktioniert. So, jetzt fahren wir mal mit Autopiloten über die Landstraße. Und wie man sieht, werden die Schilder wirklich super erkannt. Auf der Landstraße klappt das einfach ziemlich zuverlässig, wirklich. Hundertzwanziger Schilder hat er gesehen, aber er stellt den Tempomaten danach nicht ein. Ich muss erst wieder bestätigen hier mit der Hand. Nicht mal das funktioniert, muss er das Schild drücken, damit er es in den Tempomaten übernimmt. So, jetzt kommt eine Geschwindigkeitsbeschränkung, 80. Die sieht er auch, oder besser gesagt, nimmt das aus Karten, aber selbstständig den Tempomaten nach unten regulieren, das geschieht leider nicht. Oder hier jetzt nach oben, jetzt ist wieder 100 erlaubt. Die Schilder sieht er auch. Stellt aber auf 120, aus welchem Grund auch immer. Also da muss man auf Autobahnen schon wirklich wachsam sein und aufpassen, dass man selber als Fahrer alles mitbekommt, weil auf die Erkennung des Tesla kann man sich hier nicht verlassen. Aber irgendwann in naher Zukunft wird das kommen. Elon Musk hatte ja etwas getwittert, dass das im März nochmal ein großes Update geben soll, also im März 2022, und dass da eben dann wohl auch die Schildererkennung auf Autobahnen beinhaltet sein soll. Schauen wir mal, wann bei Elon März ist und ob es tatsächlich dann funktioniert. Ja, dann gibt es so ein paar Selbstfahrfunktionen, woran ich auch eine große Erwartungshaltung hatte. Eine davon ist zum Beispiel die Herbeirufen-Funktion. Das heißt, dass man mit der App aus dem Auto, dass man aus der App heraus das Auto so zu sich herbeirufen kann. Und das über größere Entfernungen. Enttäuschung Nummer 1, über größere Entfernungen funktioniert das hier in Deutschland leider nicht. Man muss mehr oder weniger neben dem Auto herlaufen. Und ja, jederzeit fähig sein, das Ganze zu stoppen. So sind eben ganz einfach die Gesetze bei uns hier in der EU. Ob das irgendwann mal anders wird, weiß ich nicht, wage ich nicht zu sagen. Wenn ich seitlich vor ihm stehe, dann geht's. Man muss mehr oder weniger seitlich neben dem Fahrzeug herlaufen. Dann geht's gut. Na komm. Dann hält er auch sofort an, wenn ich Stopp mache. Und dann fahren wir wieder rückwärts. Jetzt die Frage, wozu kann man die Herbeirufen-Funktion eigentlich nutzen? Die kann man
unter Umständen nutzen, wenn man in einer Tiefgarage steht und ist eingeparkt und es ist dort wirklich eng, dann kann man mit der Herbeirufen-Funktion, da die über Bluetooth funktioniert, also man braucht keine Funkverbindung in dem Sinn übers Internet, kann man sich das Auto herbeirufen und aus der Parklücke geradeaus herausfahren oder geradeaus hineinfahren lassen. Aber da gebe ich euch den guten Rat, habt euer Auto perfekt dabei im Blick, denn wenn ihr glaubt, dass die Kameras tatsächlich alles rundum überwachen, dann kann es euch passieren wie mir. Ich habe mich darauf verlassen und war ein wenig verlassen. Bei uns im Carport habe ich das Herbeirufen, die Herbeirufen-Funktion ausprobiert und stand schräg versetzt zum Auto. Und es war schon abends und es war relativ dunkel und duster. Und ich wollte ihn einfach mal rausfahren. Und plötzlich hat es geknirscht, weil er nämlich den vorderen Pfosten des Carports absolut nicht gesehen hat. Und ich habe mich darauf verlassen, dass das alles super funktioniert und die Ultraschallsensoren den Pfosten wahrnehmen oder dann die Kamera neben im Kotflügel. Aber weder das eine noch das andere hat den Pfosten tatsächlich wahrgenommen und er ist schön dran gefahren. Ja, und schon konnten wir einen Schaden aus dem Auto weglackieren lassen. Es hat zwar super funktioniert, aber ärgerlich ist es trotzdem, es braucht kein Mensch. Und da war ich richtig sauer und auch enttäuscht. Einerseits über mich sauer, weil ich normalerweise ein Mensch bin, der wirklich gut aufpasst und Acht gibt. Andererseits war ich natürlich sauer, dass das Auto nicht gestoppt hat. Also wenn ihr sowas benutzt, seid euch bewusst, alles im Blick zu haben und jederzeit stoppen zu können. Dieses Video wird unterstützt durch die Firma K&F Concept. Wir haben dieses tolle, leichte Reisestativ aus Carbon erhalten, um es zu testen. Es ist mit 1 Kilogramm Gewicht unglaublich leicht und somit ideal für unterwegs. Wie ihr seht, kann man es an den Beinen durch Öffnen und Schließen der Arretierungen ganz schnell und einfach individuell einstellen. Es verfügt über einen Kugelkopf und man kann mit Hilfe der Gradskalierung einfach und komfortabel Panoramen filmen oder fotografieren. Das Stativ ist das KF25 der Firma K&F Concept. Das Coole ist, dass man das Stativ ganz leicht für solche Low-Shots umbauen kann, weil die Mittelachse nach unten gebaut werden kann. Einfach durch Lösen dieser Verschraubung hier oben. Ja, und durch Herausnehmen dieses einen Beines hat man ein wunderbares Einbeinstativ, mit dem man dann auch noch Fake-Drone-Aufnahmen machen kann. Und das finde ich ziemlich super. Und dabei ist es auch wirklich stabil, wenn man es hier vorne ein bisschen hält, kann man wunderbare Fake-Drone-Fahrten machen, wenn man noch einen Gimbal oben dran geschraubt hat. Also wirklich eine coole Sache. Über eine Wechselplatte kann das Stativ mit Film-, Foto- oder Smartphone-Kamera bestückt werden. Für die optimale Ausrichtung ist auch eine Wasserwaage vorhanden. Wir danken der Firma K&F ganz herzlich für die Unterstützung. Unter dem Video verlinken wir euch direkt den Weg in den K&F-Shop bei Amazon sowie auf die Produktseite bei K&F mit den entsprechenden Codes, um noch zusätzlich Rabatt auf euren Einkauf zu erhalten. Bekommt das Stativ in solch einer coolen Tragetasche. Ja, dann hatten wir ein Video gemacht. Ich verlinke es euch hier oben zum Thema, was passiert, wenn die Premium-Konnektivität abgelaufen ist. Bis dato war es so, wenn man sich ein Standard Range Plus Modell gekauft hat, hat man für einen Monat Premium-Konnektivität inkludiert gehabt. Und wenn man sich ein Long Range oder ein Performance Model 3 gekauft hat, war das sogar ein Jahr lang inkludiert. Der Punkt ist, man muss sich bewusst sein, sobald das Abo ausgelaufen ist, verliert man diverse Features und muss sich dann überlegen, ist man auch bereit, 9,99 Euro im Monat zu bezahlen, um eben die Premium-Konnektivität-Features zu erhalten. Manche Menschen sagen, nein, wir brauchen das nicht, wir lösen das Ganze, indem wir einfach über den Hotspot weiter streamen. Uns persönlich, also Katrin und mir, gefällt das nicht so gut, weil es einfach die Nutzbarkeit des Tesla einschränkt. Man muss jedes Mal dann über einen Hotspot Musik streamen und das ist irgendwie blöd. Da brauche ich auch keinen Tesla. Also uns gefällt das jetzt, wie gesagt, nicht so gut. Das kann aber jeder lösen, wie er möchte. Damit ihr wisst, was in dem Thema Premium-Konnektivität beinhaltet ist, da hat übrigens einer unserer Zuschauer, der Dean Beam, dazu geschrieben.
Mit einem Hotspot oder einer WLAN-Verbindung funktioniert alles außer die Satellitenansicht und die Live-Verkehrsvisualisierung. Der Rest, wie Videostreaming, Spotify, Karaoke und TuneIn-Webbrowser, funktionieren über WLAN ganz normal. Dazu hat unser Zuschauer Deem Beam übrigens in einem Kommentar geschrieben, mit einem Hotspot oder einer WLAN-Verbindung funktioniert alles, außer Satellitenansicht und Live-Verkehrsvisualisierung. Der Rest, wie Videostreaming, Spotify, Karaoke, TuneIn und der Webbrowser, funktionieren über WLAN ganz normal wie mit der Premium-Konnektivität. Es gibt nur einen kleinen Unterschied bei Spotify und das ist wichtig, das müsst ihr beachten. Wenn man die Premium-Konnektivität hat, kann man das Spotify-Konto von Tesla benutzen, falls man kein Spotify-Abo hat. Ansonsten braucht man selbst ein Spotify-Premium-Konto. Ja, und da beißt sich die Katz dann schon in den Schwanz. Wenn man nämlich ein Spotify-Premium-Konto benötigt, dann kostet das genauso 9,99 Euro im Monat. Dann hat man aber nur Spotify. Wenn man das Ganze über Tesla hat, bucht als Premium-Konnektivitätspaket, hat man natürlich die angesprochenen Features noch zusätzlich dabei. Wie zum Beispiel hier die Kartendarstellung, die ich finde total schön und wichtig ist. Ohne Premium-Konnektivitätspaket sieht es nämlich so aus. Und das ist ein bisschen nackig, wie ich finde. Und die Verkehrsdatendarstellung, also hier, welche Verkehrslage gerade herrscht, das seht ihr an den farbigen Strichen neben den Straßen. Ich blende es nochmal aus, damit ihr seht, wie es ohne aussieht. Die werden ohne Premium-Konnektivität eben nicht dargestellt. Und so werden sie dargestellt. Ja, das muss man sich halt überlegen. Die werden zwar bei der Routenplanung mit berücksichtigt, aber sie werden halt nicht dargestellt. Und manchmal ist es ganz schön einfach zu sehen, wo es gerade staut und wo es klumpt. Wer darauf verzichten kann, der kann natürlich den Hotspot weiter benutzen. Wie gesagt, die Entscheidung liegt bei jedem selbst. Selbst Katrin und mir gefällt es einfach so besser mit Premium-Konnektivität. Verursacht, wie gesagt, Kosten von 9,99 Euro im Monat. Dieses Abo ist aber auch jederzeit kündbar innerhalb der Tesla-App, falls man es nicht mehr benutzen möchte. Was man außerdem nicht hat, ist natürlich dann diese ganzen Features hier. Netflix, YouTube, Twitch ist dann eben, also Netflix, YouTube und Twitch ist dann ebenfalls weg, wenn man das Premium-Konnektivitätspaket kündigt. Und das ist natürlich ein Punkt, den muss sich jeder überlegen, ob man das braucht. Wir finden es total super, Filmeabende im Tesla zu machen. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo man sich 15 Mal überlegt, ob man wirklich ins Kino gehen sollte oder nicht. So blöde das für die Betreiber ist im Moment, aber es ist eben ganz einfach so, ziehen wir es vor, uns in irgendeinen Waldparkplatz zurückzuziehen. Das ist richtig toll, wenn es dann draußen stockdunkel und finster ist, im wohltemperierten Tesla zu sitzen und ja, einen coolen Videofilm zu gucken. Das macht einen Sauspaß und das ist ein Benefit, den man hier im Tesla hat, den wir nicht mehr missen wollen. Natürlich kann man sich auch ein Tablet vor die Nase halten in einem anderen Auto und kann das Ganze auch über einen Hotspot streamen, aber so ist das einfach integrierter. Das Soundsystem vom Tesla tut sein Übriges. Es ist einfach ein irrer Klang, wenn man hier ein Video oder einen Film drin schaut. Ja, also da vermisst man schon das Kino eigentlich gar nicht, bis auf die Popcorn und die größere Leinwand. Aber es macht wirklich unglaublich viel Spaß und es ist ein Benefit, den wir nicht mehr missen möchten, der aber auch Teil des Premium-Konnektivitätspakets ist. Ja, dann gibt es einen Punkt, den kann ich absolut gar nicht verstehen und der nervt mich auch selber, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Das ist das Thema Scheibenwischautomatik. Die funktioniert wirklich schlecht bis gar nicht. Das ist jetzt besser geworden seit dem letzten großen Weihnachtsupdate, aber perfekt ist es bei Gott immer noch nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß auch nicht, was daran so schwer ist. In jedem Auto, was ich bis jetzt hatte, hat die Scheibenwischautomatik hervorragend funktioniert. Bloß Tesla kriegt es nicht richtig auf die Pfanne. Ja, das ist jetzt kein Beinbruch, denn man kann natürlich auch auf den Knopf drücken hier am Lenkstockhebel. Da sitzt er. Ich zeige es euch mal. Wenn man da drauf drückt, wischt es natürlich auch. Und dann kann man hier im Display einstellen, auf welcher Stufe er dauerhaft wischen soll. 1, 2, 3 oder 4.
Aber wenn man schon so ein Raumschiff am Start hat wie ein Tesla, dann kann man ja erwarten, dass wenn man hier Warp-Geschwindigkeit beim Scheibenwischer einschaltet, dass die auch funktioniert. Also da ist auf jeden Fall Room for Improvement und da darf man, muss man eine gewisse Toleranz mitbringen und darf keine niedrige Frustrationsgrenze haben. Ja, aber wie ist denn der Autopilot insgesamt so? Also Katrin und ich, wir erleben den Autopiloten auf Reisen als ungemein entlastend. Es ist wirklich schön, weite Strecken mit dem Tesla zu fahren, den Autopilot eingeschaltet zu haben auf Autobahnen und einfach dahin zu gleiten. Also er nimmt einem unheimlich viel ab, er überwacht das Verkehrsgeschehen rund um das Fahrzeug, er bremst, er fährt auf Autobahnen auf in unserem Fall, weil wir das Full-Self-Drive-Paket haben, also auch mit Auf- und Abfahren auf Autobahnen. Und das tut er in den allermeisten Fällen wirklich zuverlässig und sehr, sehr gut. Er umfährt auch Staus sehr gut. Also uns ist es bis jetzt noch nicht passiert, dass wir irgendwo reingefahren sind und plötzlich überrascht waren, dass die Verkehrslage so katastrophal war, dass kein Weiterkommen mehr war. Also das ist bis dato alles nicht passiert. Es muss einem aber auch bewusst sein, wie gesagt, auf Landstraßen ist das suboptimal, weil da viele Kurven oftmals sind und er es teilweise dazu neigt, zu schnell in Kurven zu fahren und in der Kurve dann das Maulen anfängt, dass es ihm zu schnell ist und dann erst bremst. Also da merkt man einfach, der ist auf Autobahnen konditioniert, der Autopilot, und das steht ja auch im Handbuch so, dass man es auf Landstraßen und in Städten eigentlich nicht benutzen soll und das eher noch Versuchsfahrten sind und man vor allen Dingen permanent die Hände am Lenkrad haben muss. Das sollte man sich auch bewusst sein. Also hier drin sitzen und auf der Rückbank Kaffee kochen oder mit dem S-Bit-Kocher sich was zu essen warm machen, wie das schon diverse Menschen wohl in Amerika taten, funktioniert nicht. Sollte man auch lassen. Aber Spaß beiseite, im Großen und Ganzen ist der Autopilot eine feine Sache, aber der ist wie bei anderen Herstellern auch noch weit nicht perfekt und da muss noch einiges angepasst werden. Seid euch dem bewusst und erwartet nicht, dass ihr hier völlig blind fahren könnt. Das geht nicht. Ja, der nächste Punkt, wo man sich wirklich fragt, was soll das? Wenn man im Autopiloten unterwegs ist und man fährt in eine Ortschaft hinein, was der Tesla auf jeden Fall nicht tut, ist Bremsen am Ortsschild. Ortsschilder sind dem Tesla als Verkehrszeichen sowas von egal. Dass man ab da nur 50 fahren darf, das hat er noch nie gehört. Das macht er einfach auch nicht. Also man rauscht mit voller Granate Landstraßengeschwindigkeit in Ortschaften hinein, wenn man träumt. Und das ist nicht besonders schön, weil direkt nach Ortsschildern stehen gern mal Blitzer und mit denen macht man dann relativ schnell Bekanntschaft, wenn man nicht manuell bremst. Also das muss man wissen, da funktioniert der Autopilot überhaupt nicht. Null. Das muss besser werden, Tesla. So, und jetzt fahren wir gleich in eine Ortschaft hinein, nach Bodenheim nämlich. Und da werdet ihr sehen, das Ortseingangsschild ist dem Tesla völlig egal. Das 70-Schild hier erkennt er. Bremst auch runter, jetzt kommt das Ortseingangsschild. Dann müsst ihr auf 50 springen. Und das tut es nicht. Ich muss hier selbstständig bremsen, weil der Tesla macht es nicht. Und da kann man sich darauf verlassen, dass er es nicht macht. Also das ist etwas, das dringend geändert werden muss. Ja, noch eine Automatikfunktion im Tesla, die den Namen Automatikfunktion noch nicht so richtig verdient hat, unserer Ansicht nach, ist der Abblendassistent. Also der Abblendassistent bewirkt praktisch, dass sobald man das Fernlicht eingeschaltet hat und es kommt ein Fahrzeug entgegen, dass er abblendet. Und wenn das Fahrzeug dann weg ist, dass er dementsprechend wieder aufblendet. Ja, schön wäre es, wenn das funktionieren würde. Das tut es aber, würde ich mal sagen, in 80% der Fällen eher nicht. Ja, ich glaube 80% ist eine gute Zahl, so ungefähr ist das. Das verstehe ich nicht, weil das kriegen andere Hersteller durchaus hin und da funktioniert das mit dem Abblendassistenten. Vor allen Dingen ist es dem Tesla auch völlig wurscht, wenn man in Ortschaften hineinfährt. In Ortschaften ist es nicht erlaubt, mit Fernlicht rumzufahren, meine ich mal gehört zu haben. Tesla hat das noch nie gehört und fährt mit vollem Beam durch die Ortschaft, obwohl überall die Straßenlaternen an sind. Das ist natürlich ein Ding, das geht nicht und das muss geändert werden. Außerdem ist der nächste Punkt, dass natürlich Ortsschilder erkannt werden müssten und dementsprechend er ja dann auch weiß, dass das Fernlicht abgeschaltet werden müsste. Das klappt aber eben einfach nicht.
Also, da ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf da, damit man das Ganze auch wirklich als Automatikfunktion bezeichnen kann. Ja, manche Menschen tun sich tatsächlich schwer, Bedienelemente hier im Fahrzeug zu finden, weil halt sämtlichste Knöpfe fehlen. Wenn man zum Beispiel das Parklicht oder Standlicht aktivieren will, da haben einige Leute echt Schwierigkeiten mit und haben schon öfters gefragt, wo zum Henker ist denn diese Funktion? Und das will ich euch zeigen. Das ist eigentlich ganz einfach zu finden, und zwar hier. Entweder man drückt hier den Hebel leicht nach vorne, dann hat man es hier. Parkleuchten, Abblendlicht, Lichtautomatik, Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte. Also nochmal, Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte und das Automatiklicht, was ich gerade angesprochen hatte im Punkt vorher. Die findet man eben genau dort. Da man aber, wenn man den Hebel nach vorne legt, unter Umständen die automatische Fernlichtfunktion aktiviert oder eben mal kurz aufblendet, dadurch, dass man die Fernlichtfunktion aktiviert hat, kann man es auch noch anders finden, und zwar im Menü an folgender Stelle. Hier oben kann man ebenfalls das Standlicht dann einschalten, was natürlich schön wäre, wenn da auch die Nebelschlussleuchten und die Nebelscheinwerfer zu finden wären. Sind sie aber nicht. Dafür muss man in den Punkt Beleuchtung gehen und findet sie dann hier. Da sind sie dann aber auch nur aktiv, wenn wirklich das Abblendlicht eingeschaltet ist. Dann erst kann man sie dort anschalten, und vor allen Dingen, wenn das Fahrzeug in einer Fahrstufe sich befindet. Also in der Parkstufe geht es logischerweise nicht. Das macht ja auch irgendwo Sinn. Das kann ich noch nachvollziehen. Schwierig nachzuvollziehen ist, dass das Ganze so ein bisschen versteckt ist. Also das müsste man prominenter im Menü finden oder vielleicht sogar unten in der Bedienleiste. Weil es gibt ja durchaus Regionen, wo es ziemlich häufig neblig ist und wo man nicht erst suchen muss, wo ist die ganze Einstellung. Schade ist vor allen Dingen, dass die Nebelschlussleuchten und die Nebelscheinwerfer auch in keinster Weise über die Sprachbedienung funktionieren, was ich auch nicht so richtig verstehe. Die Sprachbedienung im Tesla ist eigentlich toll und kann sehr viel, aber solche Funktionen gehen eben nicht, dass ich diese beiden Leuchten damit bediene. Also das ist auch was, wenn ihr dazu hört, Tesla, dann bessert das bitte nach. Ich weiß, dass ihr es könnt. Auch unter dem Video 14 total versteckte Funktionen des Tesla Model 3 hat auch der Georges Euphrasia gefragt. Danke für die Tipps. Jetzt fehlt mir nur noch der Tipp, wie man nur beim Beifahrer die Lüftung blockieren oder ausstellen kann. Bei den meisten anderen Autos geht es. Und bei Tesla? Meine Frau würde sich freuen. Ja, da mussten wir dem Georges leider mitteilen, dass das ein Punkt ist, den muss man wirklich wissen beim Tesla. Das ist anders, als ihr es von anderen Autos kennt. Normalerweise kennt ihr ja das ja, dass man die Rändelrädchen hat, wo man die Lüftungen zustellen kann. Das gibt es nicht beim Tesla. Also man kann tatsächlich nicht sagen, dass die Beifahrerseite oder Fahrerseite nicht belüftet wird. Funktioniert einfach nicht. Das Einzige, wie man sich behelfen kann, ist, dass man den Luftstrom eben anders leitet. Für die, die das noch nicht kennen. Man kann hier natürlich, wenn die Lüftung an ist, sagen, man möchte, dass es nur nach oben zur Scheibe hin bläst oder nur in den Fußraum runter. Das ist vielleicht was, was dann helfen kann, wenn man den Luftstrom in den Fußraum lenkt. Ihr seht, dann kommt hier oben tatsächlich nichts aus den Lüftungsdüsen raus oder wenig. Aber komplett. Sonst kann ich ja, hier, wenn ich nur den hätte, kann ich mir den ja auch so stellen, wie ich möchte. Oder. Genau, weil der bleibt dann gleich und ich kann ihn ja so stellen, wie ich möchte. Ich kann ihn weit wegstellen oder näher ran. Ja. Da kann ich ihn mir praktisch individuell einstellen. Aber wenn ich das auf 1 habe, bläst da auch 1 raus, und zwar bei beiden. Genau, außer man stellt nur auf die Füße. Wenn man das so macht, dann ist oben der Luftstrom aus. Vielleicht hilft es deiner Frau, Georges, weil du hast ja geschrieben, sie hat so ein bisschen Schwierigkeiten mit klimatisierter Luft. Ja, vielleicht trägt es dazu bei, dass er sich ein bisschen wohler fühlt. Ansonsten hatten wir ihm den Tipp gegeben, Lappen vorne reinstecken oder um die Raumluft entsprechend anzuregen, ein paar gebrauchte Socken. Aber er hat gemeint, da hat er noch nicht die richtige Geruchsrichtung gefunden.
Unter demselben Video haben Christian und Petra Anders auch was gefragt. Und zwar, hallo und einen guten Tag. Ich würde gerne wissen, ob im Model 3 auch der Fußraum beheizbar ist bzw. werden kann, da ich öfters kalte Füße habe. Gruß Christian. Das wollen wir nicht, dass unsere Zuschauer kalte Füße bekommen. Aus dem Grund geht das ganz einfach wie folgt. Eigentlich sehr ähnlich. Man geht auf die Klimatisierung, kann hier auf den Fußraum stellen und sich natürlich dann die Temperatur aussuchen, wie warm man es denn gerne hätte im Fußraum und sich da wirklich die Stiefel erhitzen, dass man Eier drauf braten kann. Also wir waren gestern unterwegs und haben einen Film geguckt im Auto. Ja, meine Socke haben qualmt. Ja, Katrin hatte nachher rauchende Colts, ne? Ja, aber es war schön muckelig warm, muss man so sagen. Ja, so geil das. Ja, unserem Freund, dem Chris, ist aufgefallen, dass es keine Kalenderanzeige auf dem Display gibt. Warum eigentlich nicht? Das ist tatsächlich so. Ihr kriegt hier die Uhrzeit angezeigt und die Außentemperatur. Aber welchen Tag wir haben, leider nicht. Das kann man recht leicht lösen, indem man hier einfach kurz drauf drückt und man sieht dann im Kalender, aha, heute ist der 10. Jo. Aber wenn man es gleich mal wissen möchte, weil man es beispielsweise während eines Telefonats für die Terminplanung oder dergleichen braucht, dann wäre es eigentlich ganz schön, wenn ein Datum im Display angezeigt würde. Das ist, meine ich, auch in so ziemlich jedem Auto, was ich kenne, der Fall, dass man das Datum immer sieht. Hier nicht. Und ich glaube, das ist eine Kleinigkeit, um das auf dem Display einzufügen. Hinter dem Pfeil verschwindet praktisch die Route nicht. Es bleibt blau. Das ist so erstmal kein Problem. Aber wenn man beispielsweise sich mal verfährt oder von der Route abweicht, wie wir das jetzt machen, dann verwirrt es, dass man hier praktisch sieht, wo man einerseits später hinfahren muss, aber auch wo man herkommt. Ihr seht, das ist irgendwann einfach nur noch ein blaues Liniengewirre. Und das könnte man tatsächlich wirklich übersichtlicher und besser gestalten, indem einfach nach dem Pfeil das Blaue verschwindet und weg ist. Das macht sonst einfach keinen Sinn. Gerade wenn man noch enger fährt, und stellt euch vor, die blauen Linien würden hier noch enger zusammenliegen, was man sehr oft hat. Also gerade bei Autobahnkreuzen hat man das sehr, sehr häufig, dass einfach dann ein einziges blaues Ringeldingel hier auf dem Bildschirm ist. Und das ist nicht schön, das ist nicht übersichtlich. So, jetzt bin ich eigentlich wieder auf der Strecke, wo ich ursprünglich sein wollte und sehe aber immer noch, wo ich herkam. Warum? Das ist echt, das möchte ich anders haben und ich glaube viele andere auch. Das ist absolut nicht interessant, wo man herkam, sondern wo man hin will. Das interessiert beim Navigationssystem. Oder sehe ich da was falsch? Also den Nutzen kann ich da nicht erkennen. Falls den mir jemand nennen kann, schreibt es bitte unten unter die Kommentare. Da freue ich mich. Ja, und ein weiterer ganz wichtiger Punkt, den man sich wirklich bewusst sein muss, ist, man muss, wenn man einen Tesla kauft, bereit für Veränderungen sein. Wenn man das nicht ist, wenn man ein Mensch ist, der gerne an Gewohntem festhält und das niemals verändert haben möchte, der ist bei diesem Auto definitiv falsch. Das muss ich euch sagen. Mir fällt auf, dass die Kommentare über das neue Software-Update, was jetzt zu Weihnachten kam, sich überschlagen und ganz viele Leute plötzlich ganz, ganz unzufrieden sind. Oder meinen, ganz, ganz unzufrieden zu sein. Da werden auf einmal Funktionen vermisst, von denen man vorher nie gehört hat, dass sie überhaupt jemand benutzt, aber sie werden plötzlich vermisst, weil plötzlich das UI, also die Bedienoberfläche, eben anders aussieht. Ich hatte dazu ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch hier oben, da könnt ihr euch die gesamte Benutzeroberfläche ansehen, mitsamt den Veränderungen, die es gab. Aber man muss als Tesla-Fahrer wirklich bereit sein und sich darauf freuen und sagen, also bei Katrin und mir ist das so, wir sagen uns, wir haben hier ein Auto, was die Zukunft mit verändert hat. Würde es Tesla nicht geben, würde es wahrscheinlich nicht so viele Elektroautos auf deutschen Straßen mittlerweile geben, weil die renommierten Hersteller die ganze Zeit sich vor der Elektromobilität verwahrt haben und die ganze Zeit das Ganze als Nischentechnologie abgetan haben. Das ist es aber nicht. Die Elektromobilität ist die Zukunft.
Da beißt die Maus keinen Faden ab und das haben auch die großen Automobilhersteller mittlerweile verstanden. So, und bei der Elektromobilität ist es eben so, dass sich einiges völlig ändert. Ihr müsst euch überlegen, ihr fahrt im Endeffekt einen Computer auf Rädern. Und beim Computer ist es völlig normal, dass sich das Benutzerinterface von Zeit zu Zeit verändert. Das ist bei Windows so. Weniger ist es vielleicht bei Apple. Also das Apple-Design wird immer in kleinen Schritten angepasst. Aber bei Tesla ist es eben so, dass man als junger Automobilhersteller ständig versucht, innovativ zu sein und das auch ist und ständig neue Funktionen ins Auto einzubauen. Was Katrin und ich persönlich total klasse und super finden. Und das bringt es eben mit, dass ganz plötzlich nach dem Update manche Funktionen vielleicht an anderer Stelle sind, neue Funktionen hinzugekommen sind und Gewohntes nicht mehr da zu finden ist, wo es ursprünglich war. Ja, das hat man aber bisher immer relativ schnell wieder gefunden und uns macht das Spaß. Wem das keinen Spaß macht, der ist bei Tesla wirklich falsch. Der muss sich für irgendwas anderes entscheiden. Es gibt genügend Autos, die zwar auch elektrisch unterwegs sind, aber die eigentlich so bleiben, wie sie sind, weil die Update-Politik eine andere ist, weil die Möglichkeiten der Hersteller, Updates durchzuführen, ganz andere sind, weil sie einfach noch nicht das Know-how mitbringen, um permanent Updates auf ihren Fahrzeugen zu installieren. Das tut aber eben Tesla. Also man hat hier, seit wir das Fahrzeug haben, in der Regel alle 14 Tage ein Update bekommen und es wurde irgendwas neu an dem Fahrzeug. Und es wird permanent im Hintergrund dran gewerkelt. Also seid euch dem bewusst und seid nicht unzufrieden, wenn plötzlich was anders aussieht, sondern sagt euch, ey cool, ich habe ein Auto von einem wirklich innovativen Hersteller, bei dem ich die Zukunft mitgekauft habe. Und das muss man sich mal überlegen. Sowohl ältere Model S als auch ältere Model X, die rumfahren, die gesamte Produktpalette von Tesla hat dieses Update bekommen. Und das ist cool. Bei welchem Autohersteller hat man sowas? Da kauft ihr euch ein Auto und es ist dann für die nächsten Jahre für immer so. Das ist die Vergangenheit der automobilen Technologie. Jetzt hat die Zukunft angefangen. Und wer die Vergangenheit nicht ablegen möchte, wie gesagt, dann geht nicht zu Tesla, sonst seid ihr unzufrieden, weil hier ändert sich alle forts lang was, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch. Also freut euch drüber, dass es so ist. Wir tun es auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist super und freut uns total. Ja, absolut. Und vergesst bitte auch nicht, falls ihr es noch nicht getan habt, auf den Abonnieren-Knopf zu drücken und auch das Glöckchen hinten zu aktivieren. Denn dann bekommt ihr immer eine Meldung, wenn es ein neues Video von uns gibt. Was macht das Ganze für einen Sinn? Ja, das macht ganz einfach den Sinn, dass wir auf Zuschauerfragen eingehen, wie das, glaube ich, sonst nicht viele YouTuber machen. Dass wir versuchen, hier der Community zu helfen, sich gegenseitig zu helfen, das Auto besser zu verstehen und noch mehr Spaß am Tesla Model 3 zu haben. Und auch wir lernen immer noch mit dazu. Absolut. Also es gibt immer wieder Tipps von den Zuschauern, wo ich selber sage, Mensch. Sehr cool. Vielen Dank dafür, ja. Das haben wir nicht gewusst. Genau. Somit haben wir alle was davon und wir freuen uns total über euer Abo. Danke, wie gesagt, dass ihr eingeschaltet habt. Habt noch einen schönen Tag und wann immer ihr es schaut. Oder Abend. Oder Abend, genau. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dass ihr noch nicht genug von uns habt. Also schaut euch hier auch links und rechts die weiteren Videos an, die wir für euch gemacht haben.